So Leute, herzlich willkommen. Dankeschön erstmal fürs Einschalten. Ich bin gerade draußen, ich bin ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe noch nie so allein vor der Kamera irgendwas aufgenommen. Und ja, Freunde, ich danke erstmal jedem von euch, der überhaupt dieses Video angeklickt hat. Und ich danke euch für alles, was ihr mir in diesem Jahr gegeben habt, in 2020. Es war ein Jahr mit sehr vielen schlechten Sachen, aber auch ein Jahr mit sehr vielen guten Sachen. Und wie ihr sehen könnt, ich bin hier in der Nähe von mir im Wald. Und ich möchte euch einfach ein bisschen ein paar Sachen mitgeben und auch einfach über ein paar Sachen sprechen, wofür ich sehr dankbar bin und einfach Dinge, die vielleicht in 2021 besser werden sollten. Natürlich, wir wissen ja, wegen Corona ist ja alles schlecht geworden, aber das kann man halt auch nicht verallgemeinern. Für viele war es vielleicht auch ein bisschen besser, dass sie eher mehr zu Hause mit ihren Eltern Zeit verbracht haben und so weiter. Und was eigentlich noch auch richtig gut war, ist, Freunde, dass ich euch als Community habe. Also wirklich, ich bin so dankbar, dass ich euch als Community habe. Das ist nicht mehr normal, was für Feedback ich unter den Kommentaren bekomme. Wie ihr mir auch immer hilft, wenn irgendwas schief läuft. Ich meine, wir haben kurz auf Twitch gestartet und ihr seid immer am Start. Also ich küsse euer Herz in der Hinsicht. Zweitkanal läuft auch übelst gut. Hauptkanal habt ihr auch komplett kaputt gemacht, halt mit Eskalation. Es läuft auch richtig Bombe. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Danke an jeden Einzelnen, der jemals ein Video gesehen hat von mir oder allgemein auch ein Abo dagelassen hat, allgemein so in der Hinsicht. Und ich hoffe, dass 2021 wegen Corona ein besseres Jahr wird, dass halt einfach alles ein bisschen lockerer wird, dass man auch raus kann, endlich mit Freunden ins Schwimmbad und sowas, ins Restaurant mal was essen oder so, weil solche Sachen habe ich ehrlich gesagt schon vermisst. Und was ich euch mitgeben kann, ist, bleibt einfach entspannt, Freunde. Das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Geht tief in euch hinein, fragt euch, ey, was möchte ich eigentlich? Ist alles gut gerade? Weil viele Leute, denke ich mal, wünschen sich viele Dinge, und obwohl sie es gar nicht brauchen. Also ich sage euch jetzt ehrlich, ich meine, ich verdiene wirklich gut Geld. Und ich habe mir gar kein Auto gekauft, weil ich finde einfach, ich brauche kein tolles Auto oder einen tollen AMG oder sonst irgendwas. Oder ich brauche keine Rolex oder einen Pulli von Louis Vuitton oder so. Ich meine natürlich, wenn einem mal was gefällt, kann man sich das holen. Aber Freunde, denkt daran, dass es leider Menschen gibt, die den Silvester nicht mit ihrer Familie verbringen können. Und allgemein solche Sachen. Deswegen seid für alles dankbar. Ich bin für alles dankbar, was ich in meinem Leben bekommen habe. Und danke auch auf jeden Fall an alle Leute, die bei meinen Videos immer mitmachen. An Orksi, an Ukraine, an Simi, an Tamo. Ich weiß jetzt nicht, wen könnte ich noch. Wenn ich ein paar Leute vergessen habe, dann tut es mir echt leid, aber fühlt euch alle wirklich angesprochen, die bei meinen Videos mitgemacht haben. Elias. Und es war auf jeden Fall ein tolles Jahr. In einer Hinsicht ja, in einer Hinsicht nein. Ich danke euch für alles, was ihr mir gegeben habt, auch wenn es nur mal ein Like war oder ein Kommi oder ein Video angeschaut habt oder mal was geteilt habt. Ihr seid einfach die beste Community, die man sich wünschen kann. Und ich möchte echt gar nicht so viel reden. Ich sage jetzt nur kurz ein, zwei Sätze zu 2021. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar neue Dinge auf meinem Kanal geben. Wenn das sich mit dem Corona und so weiter ein bisschen locker lässt, dann kann ich da auch echt gesagt ein bisschen mehr mit euch Real-Life-Sachen machen. Das ist auch bei euch richtig gut angekommen. Und eventuell mit dem Streamen habe ich ehrlich gesagt auch eigentlich Lust durchzustarten. Ich bin da jetzt jeden Tag live, mindestens 1 bis 2 Stunden, manchmal auch viel länger. Freunde, 2021 hoffe ich mal, dass es für uns alle ein tolles Jahr wird. In diesem Sinne, guten Rutsch jeden von euch, passt auf euch auf und feiert einfach mit euren Eltern. Freunde, mehr braucht man in diesem Leben nicht, einfach Gesundheit und Entspannung und natürlich das, was einem Spaß macht. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön, dass ihr euch dieses Video bis jetzt angeschaut habt. Ihr seid die Besten. Und Kuss, bis zum nächsten Mal.